Also das Camp steht natürlich längst wieder. Die vielleicht noch 200 Anwesenden, die in der Nacht vom Sonntag zum Montag um 5.30 Uhr in der Früh noch dort waren, wurden geräumt. Aber am Montagabend fand bereits die nächste Vollversammlung dort statt mit plus minus 2.000 Menschen. Also die Räumungen halten nicht lange vor. Worum es der Staatsmacht geht, ist insbesondere das Aufstellen von festeren Aufbauten zu verhindern. Das betrifft die Kantine, wie sie genannt wird, also die Essensaufgabestelle. Das betrifft die Lautsprecheranlage, die an einem LKW dranhängt. Das betrifft die Krankenstation, wo auch verletzte Demonstrierende behandelt werden, was auch nötig ist, weil die Polizei seit nunmehr 4 Wochen sich sehr aggressiv zeigt, insbesondere am Rande der Oberschülerdemonstrationen und Schülerinnendemonstrationen. Die festeren Aufbauten, also so Holzaufbauten, Holzhütten, Holzzelte sind inzwischen ersetzt worden durch etwas mobilere, leichtere Zelte. Es gab auch so eine große Plastikplane, durch die bei Wind und Regen die Bühne abgeschirmt wurde, auf der die Redebeiträge, also wo das Mikro angeschlossen ist, wo die Redebeiträge gehalten werden von Menschen aus dem Publikum. Diese große Plastikplane, die sehr schwer beweglich war, ist inzwischen eben auch ersetzt durch ein leichteres, zeltartige Aufbauten. Die Bewegung als solche reißt nicht ab, aber ist mit zahlreichen Polizei-Provokationen konfrontiert. Zum Beispiel am Montag wurde das Essen aus der sogenannten Kantine, also der Essensausgabestelle, weggeworfen. Also das heißt, die Polizei hat sich eines großen Topfs mit Suppe bemächtigt und hat ihn einfach in die Gosse gekippt. Davon gibt es also auch Bilder im Internet zu sehen. Am Dienstagabend das Pariser Rathaus behauptet, das sei auf eine Panne zurückzuführen. Andere Leute sehen das anders, aber sei es wie es sei, es kam zu einem 1,5 Stunden dauernden Stromausfall der Straßenbeleuchtung. Ich würde mit Ihnen gerne nochmal über den Auslöser der Proteste kurz sprechen. Das waren ja die Ankündigungen der französischen Regierung, dieses Arbeitsrecht zu liberalisieren. Daran will Hollande auch weiterhin festhalten, trotz der Proteste. Was genau treibt jetzt die Menschen auf die Straße? Also natürlich nach wie vor das Anliegen, diese kapitalistische Reform, dieses Durchreformieren der Arbeitsgesetze im arbeitgeberfreundlichen Sinne zu verhindern. Die Parlamentsdebatte um diesen Gesetzentwurf beginnt am 3. Mai. Am 3. Mai in der Nationalversammlung, am 11. Juni im Senat, also im Oberhaus. Der Gesetzentwurf ist leicht entschärft worden am 1. März. Am 14. März. Es wurde auch erwartet, dass er im Ausschuss, also im sozialpolitischen Ausschuss der Nationalversammlung, nochmal etwas entschärft wird. Er hat allerdings inzwischen getagt am 5. bis 7. April. Und der Entwurf ist wieder verschlimmert worden im Ausschuss. Vor allem was betriebsbedingte Kündigungen in Betrieben bis zu 300 Beschäftigten betrifft, ist er deutlich verschlimmert worden im Ausschuss durch sozialdemokratische Abgeordnete. Also es geht nach wie vor darum, das zu verhindern. Allerdings ist natürlich die Menge auf dem Platz mit breiteren Anliegen angetreten. Also in einem Teil geht es durchaus zuvörderst darum, diese Arbeitsgesetzreform, die regressiv ist, zu verhindern. Aber es finden sich daneben noch andere Anliegen. Also man muss sagen, das Publikum kommt zu starken Teilen auch entweder aus der Ökologiebewegung oder aus der Migrantensolidarität und der antirassistischen Bewegung sowie aus den Kreisen von prekären Beschäftigten. Dazu gehören in Frankreich auch die Intermittents du Spectacle, also die Mitarbeiter des Kulturbetriebs, die in Frankreich in der Regel nicht festangestellt sind, sondern durch spezielle Überbrückungsregelungen Überbrückungsgelder aus der Arbeitslosenkasse beziehen, die alle 2 Jahre dafür kämpfen müssen, dass dieser Status nicht zerstört wird. Das ist so das Publikum, das sich auf den Plätzen einfindet. Im Übrigen inzwischen nicht mehr nur in Paris, sondern in mittlerweile 60 französischen Städten. Sie haben es eben schon angesprochen, ich komme nochmal auf den Namen zurück, Nuit Debout, das heißt ja frei übersetzt die Aufrechten der Nacht. Wie genau setzt sich diese ganze Bewegung zusammen, beziehungsweise, da Sie es eben schon erläutert haben, gibt es Protagonisten? Also die Bewegung möchte keine Chefs haben grundsätzlich. Insofern gibt es auch keine autorisierten Sprecher und Sprecherinnen. Natürlich gibt es Leute, die Initiative dazu ergriffen haben und die entsprechend auch in den Medien zum Beispiel befragt werden. Dazu gehört François Ruffin. François Ruffin ist ein linker Journalist bei einer kleineren linken Zwei-Monats-Zeitung, die in der PKD erscheint, die heißt Fakir. Das kommt aus dem KP und CGT-nahen Milieu. Und er hat einen sozialen Dokumentarfilm gedreht unter dem Titel Merci Patron, der inzwischen 260.000 Eintritte verzeichnet. Das ist absolut bemerkenswert für einen Dokumentarfilm, der im Übrigen vorgestern am Montag, vor 3 Tagen, am Dienstag vor 3 Tagen auch in der New York Times besprochen worden ist, als gesellschaftliches Phänomen, also der Erfolg dieses Dokumentarfilms. Er hat die Initiative ursprünglich ergriffen und er hat ja gesagt, mit Leuten, die zur Vorpremiere seines Films kamen,
hat er sich zusammengesetzt an dem Abend und hat gesagt, im Pariser Gewerkschaftshaus, und hat gesagt, bei der nächsten größeren Demonstration gegen diese geplante regressive Arbeitsrechtsreform werden wir sozusagen am Abend nicht von der Straße weichen, sondern werden wir den Platz besetzen. Er oder auch der linke Wirtschaftswissenschaftler Frédéric Lordon, der an dem ersten Abend am 31. März gesprochen hat, das sind natürlich Leute, die jetzt identifiziert werden in der Öffentlichkeit, die aber gleichwohl mitnichten die Chefs sein wollen, diese Bewegung. Was aber zum Beispiel Ruffin, dieser Dokumentarfilmer und Journalist, von Anfang an sagt, womit er in meinen Augen im Übrigen auch recht hat, ist, dass er sagt, ich investiere darauf, dass die Bewegung sozusagen noch breitere Milieus gewinnen muss und über das jetzt vorhandene Spektrum, also wie gesagt, in Paris eher intellektuelle, prekär beschäftigte Studierende darüber hinaus ausgreifen muss, und die Bewegung muss auch die gewerkschaftlich Organisierten und darüber hinaus generell die abhängig Beschäftigten erfassen, sonst werden wir sozusagen das nicht schaffen, das durchzusetzen, wofür wir angetreten sind. Das ist also nach wie vor ein wichtiges Ziel. Ja, und zeigt sich die Nuit Debout ja auch mit anderen diskriminierten Gruppen wie etwa Geflüchteten solidarisch. Französische Medien ziehen da auch schon Parallelen zu anderen Protestbewegungen wie damals Occupy Wall Street in New York und den Indignados in Madrid, die als Reaktion auf soziale Ungleichheit, Bankenspekulationen oder den Sparkurs der spanischen Regierung entstanden waren. Bildet sich auch dort in Frankreich eine neue soziale Bewegung, die über einen Streik und Protest gegen diese Lockerung im Arbeitsrecht hinausgeht? Was spricht dafür in Ihren Augen? Also sicherlich. Dafür spricht, dass eben die Thematik tatsächlich breiter gesetzt ist. Also wie erwähnt, das greift stark in Richtung Ökologiebewegung, auch Anti-Atom-Bewegung und in Richtung Migrantensolidarität und Antirassismus auf. Auch in Bezug auf Internationalismus, vor allem in Bezug auf die französische Afrikapolitik, sind das Themen, die doch sehr präsent sind auf der Pariser Place de la République. Das spricht auf jeden Fall dafür. Also die sozusagen die Wiedererkennung oder die Selbstbetrachtung, dass das, was man tut, vergleichbar ist mit Occupy oder davor mit den Indignés, mit den Indignados in Spanien. Diese Selbstbetrachtung gibt es auch. Zum Beispiel in der ersten Woche wurde eine Erklärung verabschiedet, wo man sagt, eben wir sind ein Ausfluss derselben Bewegung, zu der eben auch die Indignados in Spanien gehörten, zu der Occupy gehörte. Es wurde auch der Tahrirplatz in Kairo benannt. Das war natürlich eine andere Dimension. Auf dem Tahrirplatz waren 1 Million Menschen. Da, mit dieser Dimension können wir nicht mithalten. Aber was allerdings rausgestrichen wurde, weil es zu Kontroversen Anlass gab, war der Bezug auf den Maidanplatz in Kiew 2014, wo ja tatsächlich auch noch andere politische Strömungen, die nicht progressiv sind, mit eine Rolle spielten. Also ich würde das differenziert betrachten, aber dieser Bezug wurde rausgenommen. Aber ansonsten ist der Bezug ausdrücklich in der ersten Presseerklärung da auf diese Bewegung. Abschließend noch meine Frage, was sind die Aussichten für die kommenden Tage oder Wochen? Wie wird es weitergehen? Also die Bewegung ist ja zum Teil über das ursprüngliche Anliegen, dieses Arbeitsgesetz zu verhindern, wie wir beide feststellten, hinausgegangen. Ja. Insofern wird Netzwerke, es entstehen Netzwerke oder verstärken sich Netzwerke durch diese Bewegung, es lernen sich Leute kennen. Es machen auch junge und sehr junge Menschen erstmals Erfahrung, darunter viele Oberschüler und Oberschülerinnen. Sie machen Erfahrung mit gesellschaftlichem Engagement, sie machen Erfahrung mit dem Polizeiknüppel und dem Tränengas, mit denen beiden in den letzten 4 Wochen überhaupt nicht gespart worden ist durch die Staat. Macht. Die andere Frage, die meines Erachtens trotzdem drängend bleibt, ist, ob gleichzeitig es gelingt, das Kräfteverhältnis zu schaffen oder aufrechtzuerhalten, dass es vielleicht schaffen würde, das Arbeitsgesetz zu stoppen oder zumindest einige Verschlechterungen dadurch zu verhindern. Dafür ist meines Erachtens das Kräfteverhältnis bislang leider nicht ausreichend. Es ist allerdings auch da noch nicht das letzte Wort gesprochen. Der nächste Demonstrationstag mit den größeren Gewerkschaften findet am 28. April statt und es gibt jetzt einen Streikaufruf für die Bahngesellschaft SNCF am 26. April. Wenn die Gewerkschaften willens und in der Lage sind, das zu überbrücken, das heißt zwischen dem 26., das ist ein Dienstag, und dem 28. weiter zu streiken und sozusagen dadurch einen gesellschaftlich bedeutenden Sektor, also den Transportsektor, im Streik, in der Arbeitsniederlegung zu behalten, dann wäre das ein gutes Anzeichen. Wenn umgekehrt die Gewerkschaften darauf hinarbeiten, dass das getrennt auseinanderläuft, dann wird es wahrscheinlich nicht gelingen, dass zumindest die Arbeitsrechtsreform, Reform in Anführungszeichen, zu verhindern.